Liebherr TTBL Finale 2019. Und wer gedacht hätte, dass einmal mehr Düsseldorf im Finale war, sah sich getäuscht. Das Finale in diesem Jahr in der Fraport Arena wurde ausgetragen zwischen dem ersten FC Saarbrücken, hier sehen wir Patrick Franziska, und den TTF Liebherr Ochsenhausen. Hier sehen wir im ersten Spiel Patrick Franziska gegen Simon Gosi. Patrick Franziska hatte den ersten Satz knapp für sich entscheiden können, bevor Simon Gosi immer besser ins Spiel kam und vor allem in den langen Ballwechseln häufig das bessere Ende für sich behielt. Patrick Franziska kämpfte dagegen im fünften Satz. Immer wieder ganz, ganz starke Rückhand-Rückhand-Duelle. Wie hier mit dem besseren Ende dieses Mal für Patrick Franziska. Es blieb also sehr, sehr lange offen, auch in diesem Satz Nummer 5, in diesem so wichtigen Spiel zwischen Saarbrücken und dem TTF Liebherr Ochsenhausen. Super Rallye. Gosi wechselt als erster parallel. Patrick Franziska bleibt aber im Ballwechsel und am Ende das bessere Ende, den besseren Ballwechsel für sich. Dann aber zwei Matchbälle für Simon Gosi. Und den nutzt er zum 11:8. Patrick Franziska sicherlich ein klein wenig enttäuscht, aber Simon Gosi jubelt. Zu Recht, hat sich sehr, sehr gut in die langen Ballwechsel hineingearbeitet und bringt die TTF Liebherr Ochsenhausen 1:0 in Führung. Dann Hugo Calderano, der zweite Spitzenspieler der TTF Liebherr Ochsenhausen, im ersten Satz immer wieder mit diesen dynamischen Vorhand- und Rückhand-Topspins punktete er und überrollte Liao phasenweise regelrecht. Dann aber der Mann aus Taiwan, der Mann, der für Saarbrücken an den Start geht, kämpfte sich zurück ins Spiel, gewann Satz Nummer 2, gewann auch Satz Nummer 3 und brachte Hugo Calderano schon zwischendurch zur Verzweiflung. Hugo Calderano behielt aber letztlich die Ruhe, fand mehr und mehr in das Spiel zurück. Wir sehen hier Satz Nummer 4 mit der immer stärker werdenden Rückhand von Hugo Calderano, die er inzwischen durch etwas im Stich gelassen hatte, sicherte er sich hier Satz Nummer 4 und war auch in Satz Nummer 5 von Beginn an der bestimmende Spieler. Hier sehen wir den Matchball für Hugo Calderano gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Liao. Einmal mehr das bessere Ende in einem ganz, ganz engen Match letztlich für die TTF Liebherr Ochsenhausen, für Hugo Calderano, für sich damit 2:0 Führung für die TTF Liebherr Ochsenhausen. Hier sehen wir es schwarz auf weiß, Simon Gosi 3:2 gegen Patrick Franziska und Liao 2:3 Niederlage gegen Hugo Calderano. Es kam zum Showdown zwischen Darko Jorgic und Stefan Fegal und im ersten Satz überrollte Darko Jorgic Stefan Fegal regelrecht und Hoffnung keimte auf für den ersten FC Saarbrücken. Immer wieder solche durchschlagskräftigen Bälle von Darko Jorgic. Sauber nach vorne gekommen, keine Chance für Stefan Fegal hier in Satz Nummer 1. Satz Nummer 2 sah dann eine 10:5 Führung für Stefan Fegal, bevor Jorgic Punkt um Punkt machte. Und mit so einem Reaktionsblock sicherte sich Darko Jorgic den zweiten Satz nach hohem Rückstand. Und weitere Hoffnung keimte auf in den Herzen des FC Saarbrücken. Aber Saarbrücken hatte die Rechnung ohne den immer besser ins Spiel findenden Stefan Fegal gemacht. Das Spiel mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Immer wieder lange, große Ballwechsel wie diese. Aber Stefan Fegal kämpfte sich in diese Partie, wurde immer sicherer und sicherer. Schön hier in der Zeitlupe zu sehen, wie er die Bälle sauber ausläuft. Vor allem hier in diesem Ball hebt die Hand zum Zeichen. Den habe ich vielleicht nicht ganz optimal getroffen. Und hier ist der Matchball. Und da macht es Stefan Fegal. Stefan Fegal sichert den TTF Liebherr Ochsenhausen den Titel des Deutschen Meisters 2019. Den Double, das Double, nachdem die TTF Liebherr Ochsenhausen schon den Pokal im Januar gewonnen hatten. Hier nochmal schwarz auf weiß. Gosi Franziska 3:2. Calderano gegen Liao 3:2. Und ebenfalls 3:2 Fegal gegen Darko Jorgic. Und mit den Bildern
der jubelnden TTF Lieper Ochsenhausen gratuliere ich noch einmal mehr zum Deutschen Meister 2019.